Sehr geehrter Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Seitz, es hält Sie keiner hier. Es ist an Geschmacklosigkeit und Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten, dass sich jemand von russischem Kapital die Hand beim Redenschreiben führen lässt, gleichzeitig ein Gesetz über die Regeln über die Gelegenheit und parteinahen Stiftungen schreibt, was sich auf den Leib geschneidert ist. Das ist Selbstbedienungsmentalität, das ist schäbig und ekelhaft. Langwierige Gesetzgebung ist nicht immer gute Gesetzgebung. Und gute Gesetzgebung ist nicht immer langwierig. Und deshalb lasse ich das Zeitargument hier an dieser Stelle bei den Oppositionsfraktionen auch nicht durchgehen, weil gute Argumente nie etwas mit Zeit oder mangelnder Zeit zu tun haben. Wenn man Gedanken gehabt hat, dann hätte man diese Gedanken auch im Rahmen des Prozesses einbringen können und im Rahmen der Sachverständigenanhörung auch mitteilen können. Und damit möchte ich direkt zu Beginn dem Eindruck entgegentreten, sich der vorliegenden Änderungen und im Parteiengesetz und einer Überrumpelung, dass es sich um eine Überrumpelung der anderen Fraktionen handelt, entgegentreten. Die von den Regierungsfraktionen vorgelegte Änderung im Parteiengesetz in Gestalt des Änderungsantrages bezieht sich nämlich nur auf zwei wesentliche Punkte. Erstens die Erhöhung des absoluten Höchstbetrages und zweitens die Festsetzung in Höhe von 190 Millionen Euro zum Jahre 2019. Diese beiden Punkte sind schnell zu erfassen und parlamentarisch auch zu würdigen. Die parlamentarische Würdigung nach der ersten Lesung im Deutschen Bundestag haben wir mit der Anhörung auch fortgesetzt. Es war im Übrigen eine den Sachverhalt vertiefende, notwendige Anhörung, die trotz des engen Zeitplans der Sache auch gerecht geworden ist. Ich bedanke mich daher ausdrücklich bei den Oppositionsfraktionen für die kritische Diskussion im Rahmen der Anhörung der geladenen Sachverständigen. Das Ergebnis war aber deutlich. Neben der vereinzelten Kritik, dass die Parteien in eigener Sache entscheiden und bedauerlicherweise keine parteiübergreifende Einigung vorliegt, wurden die Änderungen von der Mehrheit der Sachverständigen als maßvoll, bescheiden und sinnvoll bezeichnet. Entscheidungen in eigener Sache mögen teilweise eigenartig anmuten. Doch das Grundgesetz legt die Demokratie und die Demokratie durch die Parteien bewusst und mit klarem Verstand in die Hand des Gesetzgebers. In der Öffentlichkeit dann den Eindruck zu erwecken, als täte der Deutsche Bundestag und insbesondere die Regierungsfraktion etwas Unmoralisches oder Unzulässiges, ist schlicht unanständig. Zumal alle diejenigen, die scharfe Kritik üben, selber keinen Bedarf haben, weil sie irgendwelche zwielichtigen Finanzquellen haben oder eben stiller Nutznießer dieser Änderung auch sind. Daher halte ich es für geboten, dass wir uns in der Sache mit den Änderungen auseinandersetzen. Lassen Sie uns darüber streiten, ob die finanzielle Teilausstattung der Parteien in der Höhe nachvollziehbar ist. Lassen Sie uns darüber reden, ob die gesetzliche Ausgestaltung des Parteiengesetzes zeitgemäß ist. Nichts davon habe ich heute gehört an Argumenten. Aber lassen Sie uns zum Schutze des Vertrauens in die Parteien deutlich machen, dass es hier um Gelder geht, die treuhänderisch und verantwortungsvoll in unser Gemeinwesen auch zurückfließen. Der Stehtisch mit dem Schirm, der Handzettel der Befragung der Bürgerinnen und Bürger, was sich in ihrem Umfeld ändern soll, die Unterstützung und Würdigung von Forderungen aus Bürgerbegehren, genauso wie das zielgerichtete Aufbereiten von Informationen über Parteitage von Twitter, Facebook und das Bedienen von Kurznachrichtendiensten auf dem Smartphone. Das alles wird daraus finanziert. Das Geld fließt hier nicht in die Parteien, sondern durch die Parteien zurück in die Willensbildung des Volkes. Die Menschen müssen in Lage versetzt werden, zu wissen, was eine Partei will. Und das ist eben keine Einbahnstraße. Die Änderungen sind auch notwendig geworden, weil das beträchtliche Ungleichgewicht von der relativen und der absoluten Höchstgrenze im Parteiengesetz den Gesetzgeber zum berichtigenden Handeln nahezu aufruft. Die relative Höchstgrenze führt derzeit bei allen berechtigten Parteien, und auch Sie streichen diese Gelder ein, jetzt tun Sie mal nicht so scheinheilig, zu einem Anspruch von rund 190 Millionen Euro. Das ist sachlich nachvollziehbar. Diese relative Höchstgrenze achtet darauf,
Diese relative Höchstgrenze achtet darauf, ich erkläre Ihnen das auch gerne persönlich nochmal, dass den Parteien nicht mehr gegeben wird, als sie selber erwirtschaftet haben. Herr Kollege Özdemir, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Hoffmann, FDP? Nein, ich würde gerne im Zusammenhang gerne vortragen und würde Ihnen gerne vorfahren. Die relative Höchstgrenze haben wir gerade angesprochen. Die absolute Höchstgrenze hingegen bleibt demgegenüber bei 165 Millionen Euro auch stehen. Das heißt, obwohl ein höherer Anspruch besteht, steht nicht mehr Geld zum Verteilen zur Verfügung. Wenn die relative Höchstgrenze also mit ihrer überschießenden Innentendenz regelmäßig die absolute Höchstgrenze überschreitet und damit zur Kappung von tatsächlich bestehenden Ansprüchen führt, ist Handlungsbedarf auch geboten. Diesem kommt die gesetzgeberische Lösung auch mit der Erhöhung auf den tatsächlichen Bedarf, auf den nachvollziehbaren Bedarf auch nach, zumal seit 2011 überhaupt keine Anpassung oder Erhöhung auch stattgefunden hat. Die absolute Höchstgrenze ist ein verfassungsrechtliches Stoppschild, das das Maß gewahrt werden soll. Sie ist nicht streng rechnerisch zu betrachten. Sie ist vielmehr eine mahnende, eine strenge Darlegungslast. Aber sie gewährt auch dem Gesetzgeber einen Beurteilungsspielraum. Einen Spielraum, auf wesentliche Veränderungen der politischen Willensbildung und Landschaft zu reagieren. Die Kappung der wesentlich höheren Ansprüche durch die absolute Grenze ist auch ein Zeichen dafür, dass die eigene Erwirtschaftung von Mitteln durch die Parteien immens gestiegen ist. Das System der Teilfinanzierung nach dem Parteiengesetz in Zusammenschau mit der öffentlichen Rechenschaftspflicht der Parteien ist Sicherheit dafür, dass die Parteien weder zu staatsabhängig noch zu wirtschaftsabhängig werden. Und wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist das auch eine Schutzpflicht des Gesetzgebers, die wir heute ausüben, die aus Artikel 21 Grundgesetz fließt und die wir gegenüber den Parteien auch haben. Die Erhöhung der staatlichen Teilfinanzierung von Parteien ist auch nachvollziehbar und begründet und entspricht dem tatsächlichen Bedarf. Die Art und Weise der Verwendung der Mittel folgt immer noch dem innerparteilichen Selbstverständnis von Teilhabe. Die Parteien müssen Rechenschaft darüber ablegen können, dass sie die Mittel zum Zweck der politischen Willensbildung auch aufgebracht haben. Politische Willensbildung bedeutet im Jahre 2018, dass man die Lebenswirklichkeiten der Menschen berücksichtigt. Die Kommunikation hat sich wesentlich verändert. Während früher die Mitgliederversammlung der Ort für die Einflussnahme oder die Tageszeitung die Informationsquelle war, so ist es heute zusätzliche Kosten verursachend. Der Messenger-Dienst, eine Internetseite, eine App, die gepflegt werden muss. Während früher von 19 bis 21 Uhr in Sitzungen der Raum zur Diskussion bestand, so besteht heute der Raum zur Diskussion rund um die Uhr. Und das teilweise mit dem Anspruch einer nahezu postwendenden Rückmeldung auf irgendwelche Internetbeiträge, Posts oder auch Nachrichten. Das Angebot vom Flugblatt über die Tageszeitung bis Facebook setzt voraus, dass wir diese Entscheidung den Parteien nicht im Sinne eines Entweder-Oder aufzwingen, sondern den Parteien gestatten, dass sie mit einem sowohl als auch auf allen Wegen der politischen Willensbildung in der Lage sind. Parteien, die auf der Höhe der Zeit sind und Schritt halten mit der Erneuerung der Lebenswirklichkeiten, das sind die wahren Garanten unserer Demokratie und nicht irgendwelche zwielichtigen russischen Kofinanzierungen. Und deshalb brauchen wir eine Parteienfinanzierung. Wir brauchen ein strenges Regiment vom Bundestagspräsidium, das sich auf Spenden, auf Sponsoring, auf Einnahmen, auf relative, auf absolute Höchstgrenzen ganz genau auch drauf guckt. Und deshalb bin ich stolz auf die Parteienfinanzierung in diesem Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Hermann Otto Solms, FDP.